Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Patientenveranstaltung im Rahmen der Krebsinformationstag am Pius-Hospital. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin Oberarzt in der Universitätsklinik für Viszeralchirurgie am Pius-Hospital in Oldenburg und referiere heute über Ernährungsumstellungen nach Magen- und Speiseröhrenoperationen. Die Operationen an Magen- und Speiseröhre gehören zu den größeren Eingriffen in der Viszeralchirurgie und gehen mit deutlichen Veränderungen in Anatomie und Physiologie der Nahrungsaufnahme und Nahrungspassage einher. Der Vortrag soll erläutern, die verschiedenen Operationen an Magen und Speiseröhre, welche anatomischen Veränderungen vorgenommen werden müssen. Er zeigt die Veränderungen in der Nahrungsmittelpassage auf, erklärt die möglichen Folgen davon und gibt auch Hinweise auf notwendige Ernährungsumstellungen nach der Operation mittel- und langfristig und was dennoch weiter auch möglich ist. Die Funktionen von Speiseröhre und Magen bestehen darin, den Speisebrei, den wir in den Mund schieben, aktiv Richtung Magen zu transportieren. Gleichzeitig soll aber auch das Aufsteigen von Magensaft und Gallensäuren aus dem Magen in die Speiseröhre und weiter hoch verhindert werden, der Reflux. Der Magen dient als Speicherorgan, aber auch als Verdauungsorgan, vor allem für Proteine. Er soll die Speise, die wir schlucken, durchmischen, portioniert an den Dünndarm abgeben, so wie der Dünndarm diesen dann weiterverarbeiten kann. Aber der Magen steuert auch über Hormone, über eigene Hormone, Parakrin in seiner Umgebung, die weitere Verdauung. Außerdem soll der Magen mit seiner Salzsäure auch Bakterien in der Speise abtöten. Vor der Therapie kommt die Diagnose und die präoperative Diagnostik. Wir sprechen heute über das Magenkarzinom, das Ösophaguskarzinom. Beim Magenkarzinom handelt es sich überwiegend um Adenokarzinome, unterteilt in den intestinalen und in den diffusen Typ. Bei Ösophaguskarzinomen unterscheiden wir zwischen Adenokarzinomen des gastroösophagealen Übergangs, also des Übergangs zwischen Speiseröhre und Magen, da die Typen 1, 2 und 3. Und dem Plattenepithelkarzinom der Speiseröhre, welches meistens weiter oben platziert ist. Die präoperative Diagnostik soll den Tumor hinsichtlich Eindringtiefe in die Wand, lokale Lymphknoten, Befallsmuster und auch Fernmetastasen in anderen Organen differenzieren. Die Tumorausdehnung lokal hat wesentlichen Einfluss auf die Therapie. Je nach Eindringtiefe sind unterschiedliche Behandlungsmethoden angezeigt. Der Tumor entsteht im Bereich der Schleimhaut und wandert dann langsam oder wächst langsam in tiefere Schichten der Organe vor. Ist nur die oberflächliche Schleimhaut befallen, kann unter Umständen ein einfaches endoskopisches Abtragen durch unsere Kollegen der inneren Medizin ausreichen, um den Tumor ausreichend zu therapieren. Ist das Organ oberflächlich oder auch bis in die mittleren Wandschichten betroffen, aber wir finden keinen Hinweis für Lymphknotenbefall, kann man direkt operieren. Ist der Tumor weiter fortgeschritten oder wir haben den Verdacht, dass er bereits in Lymphknoten metastasiert ist, dann schließt sich meistens eine multimodale Therapie an mit einer Chemotherapie oder Radiotherapie oder Radiochemotherapie um die Operation herum. Die Operation selbst erfolgt dann mit dem Zweck, den Tumor mit Sicherheitsabstand in alle Richtungen zu entfernen, die Lymphknoten des regionalen Lymphabstromgebietes mit zu entfernen, aber auch einmal, um Komplikationen wie Blutungen oder Verlegungen der Nahrungsmittelpassage durch den Tumor zu beheben. Oft, wie gesagt, werden diese Operationen in Kombination mit einer begleitenden Chemotherapie durchgeführt. Es kann dann unterschieden werden, je nach Organ, zwischen Komplettentfernung des Magens, Gastrektomie genannt, oder einer Teilentfernung des Magens. Es gibt auch die Teilentfernung ohne Lymphknotenentfernung. Das machen wir bei gastrointestinalen Stromatumoren, die sehr, sehr selten in Lymphknoten nur metastasieren. Bei der Speiseröhrenentfernung müssen wir meistens dann die Speiseröhre ersetzen durch eine Schlauchmagenbildung. Dieser Schlauchmagen wird dann durch das Zwerchfell hochgezogen und ersetzt die weggenommene Speiseröhre. Ich möchte jetzt einige Worte zu den Operationstechniken nochmals verlieren. Erstens bei den Operationen am Magen. Da kommt es im Wesentlichen darauf an, wo der Tumor lokalisiert ist. Ist der Tumor mehr im unteren Bereich des Magens lokalisiert, kann eine unvollständige Entfernung oder subtotale Magenresektion vollkommen ausreichend sein. Dabei werden natürlich die Lymphknoten mit entfernt.
Die Rekonstruktion der Nahrungsmittelpassage erfolgt dann über eine Roux-Y-Rekonstruktion, das heißt, ein Dünndarmschenkel wird nach oben gezogen, an den Restmagen angeschlossen. Und weiter unten wird dann die zuführende Schlinge von Bauchspeicheldrüse und Galle an diese hochgezogene Schlinge angeschlossen. Dann sieht man, wie im Bild zu sehen, so ein Y und der es erfunden hat, ist der Herr Roux. Ist der Tumor weiter oben im Magen lokalisiert, muss meistens eine Magenentfernung, also eine Gastrektomie, erfolgen, inklusive der Lymphknoten. Die Rekonstruktion erfolgt auch nach Roux Y. Hier versuchen wir, ein bisschen Magen zu imitieren durch eine Pouchbildung, um ein kleines Reservoir für nach der Operation zu schaffen. Was sind die Auswirkungen? Man sieht es schon, der Magen als Reservoir ist kleiner oder gar nicht mehr vorhanden. Auch als Verdauungsfunktion fehlt er oder ist nur unvollständig da. Der fehlt, um dem Dünndarm den Speisebrei in geeigneten Portionen und auch richtig temperiert weiterzureichen. Der Restmagen bzw. die Speiseröhre hat keinen Schutz mehr gegen den Reflux von Säften aus dem Dünndarm. Auch kann es zum Auftreten von Schlingensyndromen durch unnatürlich genutzte Dünndarmschlingen kommen. Der Nervus vagus, der Verdauungsnerv, ist durchtrennt und damit ist die Steuerung von Darmmotorik, der Peristaltik und der Abgabe von Verdauungssäften gestört. Und die Hormone des Magens, die fehlen zur Steuerung der weiteren Verdauung, also wann welche Säfte in Bauchspeicheldrüse, Galle, Dünndarm abgegeben werden, um eine optimale Verdauung und Verwertung der Nahrung zu gewerkstelligen. Weitere mögliche Folgen sind, wie genannt, die Schlingensyndrome. Es wird ja eine Roux-Y-Schlinge nach oben gezogen, eine andere muss anastomosiert, also herangenäht werden. Hier kann es zu Knickbildungen oder Engstellungen kommen, die das Syndrom der zuführenden Schlinge, wie auch der abführenden Schlinge, ist eigentlich ein Aufstau von Sekreten oder aber des Speisepreis durch Engstellen, durch Abknickungen. Das kann dann zu Übelkeit, Erbrechen und im schlimmsten Falle auch zu einer notwendigen weiteren Operation führen. Davon zu unterscheiden sind die Dumping-Syndrome. Hier gibt es Frühdumping. Frühdumping, weil es relativ früh nach der Nahrungsaufnahme beginnt. Eine zu rasche Entleerung von Speise in den Dünndarm führt dann zu einem erhöhten Flüssigkeitseinstrom in diesen und damit zu einer Dehnung der Darmwand. Das verursacht Schmerzen. Das führt auch zu einer veränderten Durchblutung und das kann bis zum Kollaps führen. Das Spätdumping tritt eben später auf, ist meistens dadurch bedingt, dass Zucker zu rasch aufgenommen wird, meistens, weil es in zu hoher Dosis zu sich genommen wurde. Dann werden Hormone freigesetzt und letztlich zu viel Insulin und diese Insulinausschüttung führt dann zu einer Unterzuckerung. Und damit können auch wieder hypoglykämische Zustände und Kollapsneigung auftreten. Bei der Speiseröhre gibt es einige Besonderheiten. Ich hatte vorhin schon erwähnt, hier unterscheiden wir im Wesentlichen zwischen den Zelltypen Adenokarzinom und Plattenepithelkarzinom. Die Therapie bei Adenokarzinomen des Übergangs Speiseröhre-Magen unterscheidet sich dann noch einmal. Hier gibt es die Karzinome, die mehr über dem eigentlichen Mageneingang liegen, dann die, die am Mageneingang liegen, das wäre der Typ 2 und der Typ 3. Das sind die Karzinome, die unter dem Mageneingang liegen. Bei den Plattenepithelkarzinomen ist das so, diese liegen ja weiter oben in der Speiseröhre und hier ist auch oft eine Radiochemotherapie die einzige notwendige Therapie. Liegt der Tumor sehr weit oben in der Speiseröhre, kann es passieren, dass ein Magenschlauch nicht ausreicht, die Restspeiseröhre am Hals mit dem Magenschlauch zu verbinden, einfach von der Länge her. Dann ist auch mal notwendig, ein Stück Dickdarm als Interponat, also als Ersatz für die Speiseröhre herzunehmen und am Hals mit der Speiseröhre zu verbinden und im Bauch dann mit dem Darm. Die Operationstechniken, hier fokussiere ich mich auf die Adenokarzinome am Übergang Speiseröhre-Magen, weil das die sind, die wir meistens operieren, Typ 1 und Typ 2, also die, die über dem Eingang und am Eingang liegen. Die werden meistens operiert mit der totalen Speiseröhrenentfernung, mit Schlauchmagenbildung und Magenhochzug, wie in den Bildern links illustriert. Der Typ 3, der also mehr unterhalb des eigentlichen Mageneingangs liegt und manchmal auch der Typ 2 am Mageneingang, wenn er sehr klein ist,
Der kann mit einer erweiterten Magenresektion, also der ganze Magen wird entfernt, plus der untere Teil der Speiseröhre, ausreichend therapiert werden. Und hier gibt es dann zur Wiederherstellung der Nahrungspassage die Rekonstruktion nach Roux-Y, auch mit Pouchbildung. Was sind hier die Auswirkungen nach der Wegnahme der Speiseröhre? Die Transportstrecke zum Magen wird verkürzt. Die Reinigungsfunktion der Speiseröhre durch die eigene Peristaltik, die fehlt. Großteile des Magens als Speicher-, Misch- und Verdauungsorgan fallen weg. Der Schutz vor Reflux, also Aufsteigen von Säuren oder Gallensekreten, fällt ebenso weg. Auch der Vagusnerv ist wieder durchtrennt und fehlt als Organisator der weiteren Verdauung. Natürlich fehlen auch wieder die Hormone des Magens. Wie kann man die Beschwerden vermindern? Zum einen kann man natürlich nach Wegfall des zentralen Speichers der Nahrung nicht mehr in drei großen Portionen am Tag essen. Hier sind dann viele kleine Mahlzeiten, 6 bis 10 Mahlzeiten am Tag nötig. Das muss man aber individuell ausprobieren, wie gut man zurechtkommt, wie viel der Restmagen oder der Pouchmagen verträgt. Nach Komplettentfernung des Magens kann das Hunger- und Sättigungsgefühl fehlen, sodass ein Speiseplan helfen kann. Regelmäßiges Wiegen ebenso, um das Gewicht zumindest zu halten. Hier muss man wirklich aufpassen, gerade in den ersten 2, 3 Monaten nach der Operation. Ganz wichtig ist, gründlich zu kauen. Der Mund fängt an, die Speise zu verdauen, nicht nur zu zerkleinern. Und hier müssen die Zähne ein bisschen die Mischfunktion des Magens übernehmen. Auch sollten nur kleine Portionen geschluckt werden, gut gekaut. Und das ist nötig, weil der Dünndarm, wo das ja direkt reinfällt, im Prinzip gar nicht mit großen Portionen zurechtkommen kann. Die Speisen sollten auch nicht zu kalt oder zu warm sein, da der Magen ja auch als Temperaturregulator fehlt und der Dünndarm durch zu heiße oder zu kalte Speisen gereizt werden kann. Zu den Mahlzeiten sollte nur wenig getrunken werden, da sonst das Sättigungsgefühl zu schnell auftritt oder aber der Transport der zu sich genommenen Speisen zu schnell stattfindet und zu schnell in den Dünndarm gelangt und dies kann wieder zu Bauchschmerzen führen. Ballaststoffreiche Ernährung ist gut, das wissen wir alle, aber sie füllt auch sehr schnell den Restmagen oder den Pouchmagen oder den Dünndarm, führt dazu, dass wir zu wenig Energie aufnehmen und möglicherweise, wenn es zu viel Ballaststoffe sind, führt es eben auch wieder zu Dehnung des Dünndarms mit Schmerzen. Also auch hier kleine Mahlzeiten, gut kauen, dann sind auch Ballaststoffe in größeren Mengen durchaus möglich. Getränke mit Kohlensäure, die können zu Blähungen führen, einfach weil die Kohlensäure zu schnell in den Darm reinkommt und der Darm keine Möglichkeiten mehr hat, die auf andere Weise als nach vorwärts loszuwerden. Getränke mit Zucker dagegen können zu einem Dumping führen, dadurch, dass der Zucker zu schnell aufgenommen wird. Das gilt vor allem für Fruchtsäfte. Nach Komplettentfernung des Magens können auch die Bauchspeicheldrüsenenzyme, die die Nahrungsverwertung normalerweise erheblich verbessern, fehlen. Diese können aber in Form von Tabletten zu sich genommen werden. Damit kann die Fettverwertung, vor allem auch die Verwertung von Proteinen und Kohlenhydraten, erheblich verbessert werden und das Gewicht kann leichter gehalten werden. Die Fettverdauung, wie gesagt, kann eben durch diese Kreonen, nennen wir das, Bauchspeicheldrüsenenzyme, deutlich verbessert werden. Das ist letztlich auch notwendig, um einige Vitamine, Vitamin D ganz zu oberst, gut aufzunehmen. Sonst kommt es hier im langfristigen Verlauf zu Mangelerscheinungen. Hat man trotz Supplementierung mit Pankreasenzymen immer noch Probleme mit der Fettverdauung, empfiehlt man MCT-Fette, zum Beispiel MCT-Margarine oder MCT-Öle. Das sind mittelkettige Triglyceride. Laktoseintoleranz ist schon ohne Operation am Magen manchmal ein Thema. Nach Operation am Magen kann sich das noch verstärken durch zu schnellen Nahrungstransport, da der Magen ja als Speicher und Mischfunktion auch fehlt, kann der Dünndarm den Milchzucker nicht ausreichend schnell aufspalten und dann kommt es zu Bauchschmerzen, zu Blähungen, auch zu Durchfall. Hier hilft es nur, langsam und wenig milchzuckerhaltige Speisen zu sich zu nehmen oder gegebenenfalls darauf zu verzichten. Das Dumping-Syndrom hatte ich vorhin schon angesprochen. Der Speisebrei stürzt einfach zu schnell in den Dünndarm rein.
Das Frühdumping kann vermieden werden, indem viele kleine Mahlzeiten gegessen werden. Man sollte meiden, die Speisen mit viel Salz, mit viel Zucker, und dafür sollte man nach dem Essen auch mal ruhen und zum Essen nur wenig trinken. Mit Abstand kann man dann seinen Flüssigkeitshaushalt entsprechend den Notwendigkeiten auch wieder auffüllen. Das Spätdumping kann man vermeiden, indem man Speisen mit viel Zucker oder leicht zu spaltenden Kohlenhydraten mit anderen Nahrungsmitteln mischt, auch in kleinen Portionen zu sich nimmt. Wenn möglich, sollte man Fruchtzucker und Zuckeraustauschstoffe meiden, weil die sehr schnell ins Blut übergehen und eben zu einer überschießenden Insulinproduktion führen können. Süßstoffe dagegen sind unbedenklich. Einige Worte zu Mikronährstoffen. Vitamin B12 hilft bei der Blutbildung, braucht aber den Intrinsic Factor. Das ist ein Coenzym, was im Magen gebildet wird. Ist der Magen weg, fehlt der Intrinsic Factor und das Vitamin B12 kann nicht adäquat aufgenommen werden. Das heißt, der Hausarzt hilft mit einer intramuskulären Depotspritze. Das ist alle 3 Monate notwendig. Gegen Sodbrennen und Reflux, also das Aufsteigen von Säuren, von Dünndarmsekreten, Inhalten, durch den fehlenden unteren Speiseröhrenmuskel hilft, dass man sich nicht flach hinlegt, in 30 Grad Oberkörperlagerung schläft und eben auch wieder in kleinen Portionen isst. Durchfall durch Dumping oder Entfernung des Vagusnerven, auch hier hilft nur viele kleine Nahrungsportionen und gut gekaut. Gegen die fehlende Keimabtötung durch die fehlende Salzsäure empfehlen wir auf rohes Fleisch, rohe Eier oder Produkte mit rohen Eiern, rohen Fisch und Rohmilchprodukte zu verzichten. Gegen Osteoporose muss man gewappnet sein. Hierzu sind 2 Dinge notwendig, also gegen die Osteoporose zu wirken. Das ist Kalzium und Vitamin D. Kalzium ist im Wesentlichen in Milchprodukten vertreten. Hier muss man aufpassen mit der Laktose. Das Vitamin D wiederum muss mit Fett aufgenommen werden. Hier ist wichtig, dass die Fettverdauung ausreichend gut ist, gegebenenfalls mit Pankreasenzymen verbessert wird. Alternativ dazu kann man in den Sommermonaten auch Sonnenbaden, aber bitte mit Sonnenschutz, weil das Sonnenlicht die eigene Vitamin D-Synthese anregt. Oder in Notfällen auch mit einer Vitamin D-Substitution, aber die ist auch wieder fettabhängig. Das heißt, auch hier muss auf eine gute Fettverdauung geachtet werden. Ich danke vielmals.